Sirup davon. Genau, dieses. Also, was übrig bleibt, wenn das Wasser komplett weg ist und dann nur noch unten Sirup drin ist. Moin Leute und herzlich willkommen zum nächsten Video auf unserem Kanal. Heute der nächste Golden Pipe von den neuen Sorten, nämlich Fresh Cola, 14,90 €. 200 Gramm neue Dosen. Wenn ihr was über die Dosen wissen wollt, dann schaut im alten Video, ist unverlinkt. Da haben wir schon den Fresh Love vorgestellt von denen. So, ja. Das Ganze kommt ready to smoke, braucht dann nicht mehr anfeuchten. Schnitt ist sehr fein, ein paar Äste sind drin. Golden Pipe aber halt typisch, wirklich, sieht schon fast geschreddert aus. Ist wunderbar zum Bauen, macht Spaß damit. Molasse ist perfekt eingezogen, keine überschüssige Molasse da. Sieht sehr gut aus. Schnittbild ist oben eingeblendet und ja, dann würde ich mal sagen, kommen wir zum Geruch, ne? Also, das ist hier für mich so ein, wie wenn man so dieses Kratzeis, Cola-Kratzeis, aber halt nicht verwässert, wie halt beim Kratzeis, sondern wirklich diesen Sirup davon. Genau, dieses. Also, was übrig bleibt, wenn das Wasser komplett weg ist und dann nur noch unten Sirup drin ist, so genau. Schmeckt halt. Ja, so riecht das. Riechen. Ja, schmecken, da kommen wir gleich jetzt zu. Ach so. Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, das ist hier ein sehr, sehr intensives Wassereis. Mit einer schönen Kühle, die man auch schon beim Riechen in der Nase hat. Ja. Gefällt mir wunderbar. Ja, Geschmack, oder? Ja, Geschmack. Wie schon gesagt, eine super Cola-Note. Die Cola-Note wurde wirklich gut getroffen. Auch das mit dem Eis. Ist wirklich wunderbar, ist schön erfrischend und so weiter. Ist wie wirklich wie Kratzeis, wenn man es kennt. Wenn man so Wassereis mit Cola-Geschmack, das ist eigentlich 1:1 dasselbe, nur als Rauch. Ja, also es schmeckt wirklich wunderbar, ist sehr, sehr intensiv. Also man hat diese Cola jetzt noch auf der Zunge und die Kühle geht schön bis in den Hals hinein. Ist relativ stark, aber nicht zu überpowert, würde ich sagen. Nein. Also man hat wirklich jetzt im Rachen immer noch so eine leichte Kühlung. Ja. Auch im Mund. Ja. Wer unseren Kanal schon etwas länger verfolgt, der weiß, dass früher mein Lieblingstabak der Al Jazeera Cola Freeze war. Und dann kam ja der 7 Days Cold Cola raus. Der war dann mein Favorite Cola Tabak so. Ja. Der wurde jetzt auf jeden Fall abgelöst von dem hier. Weil der ist fast 1:1 so, wenn ihr den kennt von Al Jazeera. Wunderbar und genau diese alte Mentholnote drin, wo der wirklich stark am Anfang ist, wo er wirklich. Also nicht Probleme abzuziehen, aber wo ihr wirklich sagt, okay, das ist am Limit, ja. Aber gutes Limit. Also ist jetzt nicht so, dass man davon krassen Rücken hätte und man kann den wirklich gut rauchen, ist auch wirklich schön für den Sommer. Sehr, sehr leichter Rauch muss ja. Ja, also wenn man draußen sitzt am See oder so oder bei sich auf der Terrasse, der läuft ja wunderbar. Da hat man wirklich ein schönes Flavor, finde ich. Ja. Und da kann man nicht mehr viel zu sagen. Wir können jetzt noch sagen, Rauchentwicklung. Geht sehr, sehr schnell. Ja, auch Entwicklung wie auch schon beim Fresh war auch richtig gut. Ja. Und da kann ich nicht viel zu sagen. Nee, also der andere hat uns ja nicht so gut gefallen. Ja, aber ist Geschmackssache. Ist halt Geschmackssache, aber hier trifft er 100% meinen Geschmack. Deinen glaube ich auch, ne? Ja. Also Cola finde ich halt immer generell ganz gut. Ja. Kann man immer schön rauchen. So vor einem halben Jahr sah der auf dem Markt noch anders aus. Tat sich der Markt sehr schwer mit Cola-Tabak. Aber jetzt sind so viele draußen, der Cold Cola Lime, der Cold Cola Sherry, der Cold Cola von 7 Days, das hier. Und ich muss einfach sagen, das ist bisher der Beste. Wirklich, der ist auch halt, weil es wirklich von der Qualität vom Tabak ist, ist das nochmal ein bisschen was anderes als Al Jazeera. Da trieft du das ja von Molasse förmlich und hier wirklich klasse eingezogen alles. Der schmeckt wunderbar, ihr könnt ihn 2 Stunden lang durchrauchen. Das ist Wahnsinn. Also ihr könnt locker Kohlen nachlegen, ja, und weiter rauchen. Der ist super hitzebeständig, der muckt nicht, gar nichts. Klasse. Also der gefällt uns wunderbar. Da sprechen wir auf jeden Fall eine Kaufempfehlung aus. Hammerteil. Ja. Wirklich. Was kann man noch abschließend sagen? Unten ist unsere Facebook- und Instagram-Seite drin verlinkt. Ein Abo wäre nicht schlecht auf unseren Videos, wenn ihr mehr davon erfahren wollt. Ja, ein Like wäre auch immer schön. Ja. Und dann sagen wir mal, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.